Ja, hallo zusammen. Heute ein Motiv, das ich schon mal bei einer Challenge 2016 gemalt habe, in etwas größerem Format, wie man hier sehen kann. Thema ist Sonnenuntergang in Afrika. Das Foto stammt von den Eltern von Anna. Das ist eine ehemalige Arbeitskollegin von mir. Vielen Dank nochmal an dich, dass du mir diese Fotos, also dieses und viele andere Fotos damals zur Verfügung gestellt hast als Malvorlage. Ja, ich habe hier auf der kleinen Malpappe 18x24 schon mal einiges vorbereitet, um Zeit zu sparen. Und ach so, genau, das wird diesmal, wie ihr ja schon gemerkt habt, kein 10-Minuten-Video, weil das Motiv einfach zu anspruchsvoll ist. Ja, ich habe hier schon mal vorbereitet, habe so ungefähr skizziert, wo die Bäume sein sollen und die Uferlinie. Und möchte jetzt die Sonne hier noch verorten, hier ungefähr an der Stelle. Und warum habe ich dieses komische Ding? Ich habe hier ein Kreppband aufgeklebt und werde jetzt mittels dieses Teils hier plus einem sehr scharfen Cutter die Umrisse von dieser Sonne ausschneiden und habe damit einen perfekten runden Umriss. Nehme das restliche Kreppband dann ab, seht ihr dann gleich. Und es verbleibt dann Kreppband, das ich übermalen kann. Und wenn ich das dann nach dem Trocknen der Farbe abziehe, habe ich einen perfekten runden Kreis für meine Sonne. Hier in der Malvorlage kann man sehen, dass die Sonne so ein bisschen gedätscht wirkt, aber das liegt an der Fotografie. Und da lasse ich mich jetzt nicht irritieren, da sage ich jetzt einfach künstlerische Freiheit. Ich interpretiere das jetzt als schönen Kreis. So. Man muss dabei sehr aufpassen, dass man nicht zu tief schneidet, dass man die Leinwand nicht verletzt. So, jetzt müsste das eigentlich funktionieren, ganz vorsichtig. Ich habe dazu übrigens auch ein Video gemacht, Sonne und Mond malen. Ja, perfekt, hat super funktioniert bis jetzt. Ja, so soll es sein. So. Ja, und jetzt habe ich einen perfekten Kreis. Und jetzt wäre der nächste Schritt, den Hintergrund anzulegen. Und dazu muss ich mir erstmal Farbe aufbringen. Das habe ich noch nicht gemacht, weil es Sommer ist und einfach fürchterlich heiß und mir die Farbe dann viel zu schnell trocknet. Ja, welche Farben und welche Pinsel brauchen wir? Ich habe einmal so einen Flachpinsel mit sehr weichen Borsten. Der sollte eigentlich ein bisschen breiter sein, aber meine anderen, die sind dann wieder zu breit, deswegen habe ich den genommen. Dann verwende ich einen Flachborstenpinsel der Größe 4, 6 oder 8. Dann ein Linierpinsel der Größe 2, ein Spitzpinsel der Größe 1 und falls ich dann noch Bock habe. Also ich habe nur zwei weitere Pinsel in Reserve, einen Flachpinsel Synthetix der Größe 8 und einen Katzenzungenpinsel der Größe 6, aber da weiß ich noch nicht, ob ich die brauche, weil ich mich dann nicht mehr erinnern kann, wie ich das genau gemacht habe, ganz ehrlich. So, jetzt fangen wir einfach mal an mit dem Hintergrund. Dazu verwende ich diesen Flachpinsel und als allererstes feuchte ich die Leinwand an, weil ich hier nämlich im Nass-in-Nass-Verfahren diese Übergänge hinkriegen möchte. Ich habe jetzt einen kleinen Fehler gemacht. Ich habe hier mit Bleistift vorgemalt. Es kann sein, dass es ein bisschen Grauschleier gibt. Ich hoffe, dass ich es größtenteils vermeiden kann. So, nur anfeuchten, nicht nass machen. Ja, da haben wir schon das Problem. Gut, sehen wir ja dann. So. Als Farben haben wir ganz oben gelb und zwar mit viel, viel Weiß. Fange ich also damit an. Nehme ganz wenig Gelb nur. War auf Anhieb gleich die richtige Farbe getroffen. Trage dieses Gelb hier schnell und flüssig auf. Mache mir den Pinsel dann sauber und arbeite dann weiter mit dem kleinen Streifen Pink. Auch hier viel Weiß, wenig von dem Krabbrot. Achso, die Farben haben wir noch gar nicht erklärt. Ich habe hier Schwarz ganz viel, diesmal ausnahmsweise, weil ich es mir einfach machen will. Preußisch Blau und dann habe ich statt Ultramarin diesmal Kobaltblau genommen.
Krabrot, Cadmiumrot und Cadmiumgelb. Also ich muss jetzt schnell arbeiten und wenig erklären, weil die Farbe sonst mir trocknet, dann kann ich diese Übergänge nicht mehr hinkriegen. So einen schmalen Streifen von dem Krabrot, halt von dem Pink hier. Und eine ähnliche Farbe habe ich hier rund um die Sonne. Auch gleich aufgetragen. Wobei da nur ein bisschen Gelb drin ist. Mache ich dann mehr so Orange. Kann ich aber hier ganz schnell erzeugen. Sehr aufpassen, dass ich da, vielleicht nehme ich ein bisschen was von dem Cadmiumrot, weil es etwas wärmer ist. Ja, sehr schön. Und der Rest ist überwiegend in einem, in so einem dunkelviolett-Grauton gehalten. Dann nehme ich mir jetzt ein bisschen was von dem Cadmiumrot, weil da schon etwas Gelb drin ist und ich dadurch automatisch die Farbe vom Violett in ganz leicht grauviolett kriege. Das ist nicht so richtig knallig, dieses Violett. Ja, sondern ein bisschen mehr ins Blau rein. So, und damit, na, ist ein bisschen zu dunkel. Und damit male ich jetzt den Rest. Möchte aber noch ein bisschen mehr von dem Pinky noch ein bisschen drin haben. Vielleicht habe ich dann nachher aber noch, überhaupt nur Platz hier. Also man braucht hier Unmengen an Weiß für den Himmel. Hier oben ist ein bisschen mehr Pink. So, und das war's erstmal. So, und jetzt muss ich den Pinsel eigentlich komplett trocken machen. Das funktioniert jetzt nicht, deswegen nehme ich mir jetzt doch diesen Flachpinsel. Da bräuchte ich jetzt eigentlich einen größeren. Ich werde den jetzt hier komplett richtig sauber machen. Der muss komplett sauber sein, da darf keine Farbe mehr dran sein. Und das kontrolliere ich übrigens am besten, wenn ich mir so ein Küchentuch nehme, drauf streiche. Und wenn dann hier nichts mehr abfährt, weiß ich, das Ding ist sauber. In dem Fall ist es so. So, und jetzt muss ich, wie gesagt, fix arbeiten. An den Übergängen mache ich so leichte Kreuzstriche. Pinsel zwischendurch immer wieder sauber machen. So, und das reicht schon. Jetzt gehe ich hin und nehme den. Normalerweise müsste der Knochen trocken sein und geht es ganz leicht über dieses X drüber. Und da seht ihr, dass hier die Farben komplett verlaufen. So, hier unten habe ich sie schon zum Verlaufen gekriegt, weil der Untergrund zum Glück sehr trocken war. Hier um die Sonne rum ist es vielleicht ein bisschen zu dunkel. Das werden wir jetzt beheben und werden dazu uns ein schönes Orange mischen. Dann brauche ich schon eine neue Palette, weil die nämlich schon hinüber ist hier. Ja, das ist ein bisschen zu orange geworden. Oh ja, viel besser. Diese Farbe verwende ich jetzt direkt um die Sonnenscheibe drumherum. Rot noch. Und mehr Weiß. Wo habe ich mein Weiß? Da. Also wie gesagt, man braucht halt auch jetzt gleich für den Fluss, braucht man auch irrsinnige Mengen an Weiß. Da kann man rechnen, eine halbe Tube geht da drauf. Das hier nur ein bisschen aufhellen um die Sonnenscheibe herum. Das ist mir einfach zu dunkel.
Okay, und jetzt kann ich hingehen. Normalerweise müsste ich es trocknen lassen. Ich kann es eigentlich auch trocknen lassen. Erst wenn es ein bisschen angetrocknet ist, die Scheibe hier abziehen. Dann habe ich nämlich danach diesen perfekten Kreis für die Sonne. So, und jetzt arbeiten wir uns klassischerweise in der Landschaftsmalerei von hinten nach vorne durch. Das heißt, wir haben jetzt erstmal den Himmel gemalt. Das heißt, als nächstes werden wir also diese hintere Vegetationsreihe uns vornehmen. Dafür nehme ich meinen Borstenpinsel und mische mir ein extrem dunkles Grün. Ich gehe jetzt einfach in die Farbe rein, weil das ist wurscht. Dann seht ihr, dann nehme ich einfach Schwarz und Cadmiumgelb und damit kriegt man automatisch dieses unglaublich dunkle Grün. So, und da oben hin der alte Trick, dass ich den Pinsel so aufschlage und dadurch oben so am oberen Rand, da am oberen Rand so, ausgefra so eine Ausfransung kriege, was den Effekt von Ferne verstärkt. Farbe darf nicht zu dunkel sein, sodass die Baumstämme hier dann später nur rauskommen. Ja, dass sie nicht den gleichen Tonwert haben wie der Hintergrund, sonst verschwinden die da schlicht und einfach. Das möchte ich nicht, sondern zu der Stelle hin, die Baumreihe läuft also von hier praktisch zum Horizont hinweg und deswegen mache ich die ein ganz klein wenig heller hier. Und damit erreiche ich dann noch mehr so den Effekt von Ferne. Gut. Okay, diese Baumreihe hier vorne, die wird auch ein ganz klein wenig heller. Das ist ein sehr schmutziges, bläuliches Olivgrün. Also wie ich das beschreiben soll. Es ist noch ein bisschen heller, gebe ich jetzt an, noch ein bisschen von dem Weiß dazu und machen wir jetzt hier die Insel hier vorne. Werde ich gleich noch mit der Farbe noch ein bisschen nachjustieren, das gefällt mir noch nicht so. Die soll sich so wirklich so einen Hauch von dahinter nochmal abheben. Ich werde das ein bisschen mehr ins Blau versuchen rein. Ja, genau, so ist es richtig. So. Noch ein bisschen heller, minimal. Ja, also das ist jetzt eine Sache, die werdet ihr wahrscheinlich auch im Film gar nicht sehen. Ich werde es, wenn ich daran denke, hochzoomen. Ihr seht es wahrscheinlich gar nicht, aber hier. Auf meiner Leinwand ist der Unterschied total deutlich. So, die gleiche, also hier habe ich sehr, ihr seht, das dunkler gemacht. Das kann ich gleich noch, wenn ich möchte, auch machen, aber mir gefällt das jetzt hier tatsächlich ein bisschen besser. Und hier vorne nehmen wir halt einfach wieder für den Vordergrund, nehmen wir wieder Schwarz, Cadmiumgelb. Soll einfach nur ein ganz dunkles Grün sein, geben ein bisschen was von dem Kobaltblau dazu. Das glaube ich, wird in Zukunft eine meiner Lieblingsfarben werden. Ich früher überhaupt nicht verwendet. Ha! Wir brauchen noch einen Pinsel, merke ich gerade. Wir brauchen einen Fächerpinsel. Ach, jetzt habe ich natürlich Unsinn gemacht, weil ich habe gesagt, von hinten nach vorne, da müsste ich ja zwischendurch noch die Wasseroberfläche machen. Das ist jetzt aber nicht so schlimm, weil hier seht ihr, kommt eh nur das Gras und das Gras muss über dem Wasser sein. Das heißt, ich muss erst das Wasser machen und dann kann ich erst das Gras malen. So. Okay, aber dann habe ich zumindest schon mal die dunkelsten Stellen angelegt. Und das ist ja auch was, was man, wenn man Landschaftsmalerei macht, soll man halt gucken, dass man möglichst schnell erstmal die Leinwand mit den richtigen Tonwerten zu hat. Ja, okay. Ich muss mal gucken, boah, das ist so trocken. Ja, ist ja Sommer, ne? Also ich glaube, ich kann das hier abheben. So, voilà. Das ist der Trick, ne? Simpel und einfach. Eine wirklich völlig perfekt runde Sonnenscheibe. Ach, bin ich sehr zufrieden damit. Freut mich. Weiter geht's mit. Jetzt nehme ich doch alle Pinsel her, die ich vorher benannt habe. Also auch diesen
den muss ich ins Wasser stellen. Den Katzenzungenpinsel, weil der hat den Vorteil, dass ich da so in die Ecke hier reinkomme. Das ist lustig, diese Ecke ist halt wichtig, weil dadurch erscheint es so, dass diese Insel, auf der die Bäume stehen, es ist so eine Halbinsel, dass die wirklich davor sind, dahinter das Wasser praktisch dahinter nur weitergeht. So, das ist so eine Illusion für unser Auge. So, da arbeiten wir natürlich jetzt auch wieder extrem hell und da können wir eigentlich die Farben nehmen, die könnten wir nehmen, wenn die nicht schon eingetrocknet wären. Haha. Könnten wir jetzt theoretisch die Farben nehmen, die wir hier schon haben, die wir auf den Himmel hergenommen haben. Die müssen wir nur ein ganz klein wenig abdunkeln, weil die Reflexionen im Wasser immer ein bisschen dunkler sind als das Original, also dieses eingestrahlte Licht. So, und dann kann ich hier. Hier schon mal das Wasser reinmalen. Und da seht ihr diese kleine Ecke hier, total wichtig. So. Dann haben wir auch ganz viel Pinky in unterschiedlichen Farbtönen, unterschiedlich hell. Hier mal ein bisschen Pinky, hier auch. Da halte ich mich jetzt nicht hundertprozentig an das, wie die Vorlage ist, das ist nicht so wichtig. So, und danach in die Richtung hin kommt noch Gelb dabei. Da wird es ein bisschen mehr leicht orange. Ups. So. Hier mal auch ein bisschen orange dazwischen, hier auch. Gut, dann haben wir da hinten haben wir, ganz hellen Farbton hier auch in der Ecke. Da trage ich jetzt einfach nur so einzelne Flecken auf, die dann nachher verschwinden werden, wenn ich die Schatten von den Bäumen auftrage. So. Heller dazwischen. Gut, das sieht schon sehr, sehr nett aus. So, und jetzt haben wir hier die Spiegelung von der Sonne, die ist gelb. Ich mache jetzt ein bisschen knalliger. Gucken, da ist die Sonne und dann, ups, das ist jetzt sehr knallig. Da war an dem Pinsel noch nicht richtig angemischt. So, so ist besser. Da macht er nächstes Jahr Acryl. Ah, meine Nachbarn werden noch wach. 6 Uhr morgens, Sonntag, ideale Zeit, um ein Bild zu malen. Ups, jetzt bin ich ein bisschen verrutscht. Also da ist die Sonne, da muss natürlich auch die Reflexion hier genau an der Stelle sein. Mal wegmachen hier die falsche Farbe. So, das sieht schön aus, finde ich. Und das Bild ist eigentlich auch relativ schnell fertiggestellt, erstaunlicherweise. Weil es ist gar nicht so viel zu machen. Also jetzt weiß ich es, aber beim ersten Mal wusste ich nicht so genau, wie ich es mache, habe ich ziemlich viel Fehler gemacht. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. So, und jetzt mische ich mir diese dunklen Farben hier an. Dazu verwende ich Kobaltblau und das Krabbrot. Und zwar mehr von dem Kobaltblau. Es soll mehr bläulich sein, der Schatten. Und ein ganz klein wenig von dem Cadmium Rot, weil das ist eher so ein Grauton. Also überprüfe ich mal gerade, das ist noch nicht grau genug. Jetzt nehme ich einfach ein bisschen was von dem Schwarz. So.
Wobei ich mich jetzt sklavisch hier dran halten sollte, weil das, das habe ich im Schnelldruck ausgedruckt. Das heißt, die Qualität des Druckes ist also nicht so super toll. Bin ich zufrieden mit. Das sind jetzt die Spiegelungen der Bäume im Wasser. Ich hält die Farbe jetzt auf für andere Stellen am Bild. Hier hinten ist es nämlich deutlich heller. Und wieder den Trick, ich muss jetzt nicht hier weitermischen, sondern ich kann jetzt mit der Farbe auf dem Pinsel weitermischen. Dann solche Fehler hier, das ist nicht schlimm, weil ich gehe nachher mit dem Fächerpinsel, mache ich die dann wieder weg. Gut, da wo die Baumstämme sind, da haben wir dunklere Reflexion. Das heißt, das werde ich jetzt ein bisschen andunkeln noch. Und ich merke gerade, das Preußisch-Blau brauchen wir gar nicht. Und mache hier jetzt nur so dunklere Reflexion. Da ist also der eine Baumstamm. Da der zweite. Da der dritte. Der Winkel geht so, das heißt, die Reflexion muss auch in die Richtung gehen. Und da ist der vierte Baumstamm. So. Und dann bin ich schon zufrieden damit. So. Zur Uferlinie, an der Uferlinie ist ein ganz, ganz, ist ein sehr heller, also eigentlich gar nicht so heller Strich, nur der ist deutlich heller als der Rest der Reflexion von den Bäumen. Und deswegen ziehe ich jetzt hier nochmal einen Strich, das mache ich jetzt aber mit dem Spitzpinsel, weil das jetzt ein bisschen tricky ist. Ups, das war jetzt ein bisschen sehr hell. Ein bisschen zu viel Farbe auf dem Pinsel gehabt hier. Okay. Das ist doch so schön. Sehr schön. Ja, dann kommen wir schon zu den Baumstämmen. Die kann ich jetzt entweder mit dem Linierpinsel oder einem Spitzpinsel machen. Jetzt nehme ich einfach einen Spitzpinsel dafür her. Dafür nehme ich mir meinen Schwarz und mische dazu ein bisschen was von dem Kobaltblau. Und also eigentlich ist das so eine ähnliche Farbe, wie ich sie gerade eben fürs Wasser hergenommen habe. Kobaltblau und Grabrot. Also halt möglichst dunkel sein. Und da könnt ihr jetzt sehen, dass sich diese Farbe tatsächlich vom Hintergrund nur abhebt. So, nach unten hin verwische ich diese ein bisschen, weil sonst sieht es so aus, als wenn die Bäume schweben würden, aber die sind unten ja von der Vegetation bedeckt. Vielleicht mache ich da gleich nochmal mit Grün drüber, dass die Baumstämme dann auch wieder verschwinden. Das ist ganz fix arbeiten, weil die Farbe mir fast auf dem Pinsel trocknet. So, hier mal auch noch einen dicken, fetten, richtig dicken, fetten Baumstamm hier. Und für die oberen Teile vom Baum nehme ich jetzt doch den Linierpinsel, weil ich damit einfach besser längere Linien machen kann. So, den Linierpinsel immer so ein bisschen anfeuchten, damit die Farbe auch wirklich fließt. Da halte ich mich jetzt nicht hundertprozentig an die Vorlage. Okay, hier haben wir noch einen Baumstamm. Ich merke, dass dafür halt wichtig ist, dass die Hintergrundfarbe wirklich trocken ist. Sonst vermischt sich das jetzt hier und dann wird die Farbe von den Bäumen nach oben hin
heller. Das ist doof. Seht, dass es auch relativ fix geht mit den. Warum? Mit diesem Linierpinsel kann man echt schnell arbeiten. Seht auch, dass ich mir hier meine Hand so ein bisschen halte, dass sie nicht wackel. Auch so ein ganz einfacher Trick. So, und jetzt kommen hier nur viele kleine feine Äste, die ich jetzt einfach nur so andeute. Das ist ganz gut, wenn man so einen feinen Linierpinsel hat. Genau, und dann ist hier an der Uferlinie ist halt noch so ein kleiner Zweig, der wirft diese Schatten hier, also ein kleiner junger Baumzweig, witzig, den deute ich jetzt nur so an. Der verschwindet zum größten Teil eh gleich, wenn ich nämlich die Dings male, die das Vegetation, das Blattwerk. So, dann haben wir hier ganz viele noch, viele so feine Äste. Ich male jetzt einfach welche rein, wenn die dann verschwinden, ist nicht schlimm, aber wenn man sie nachher sieht, das sieht cool aus. Gut, das ist dieses. Und wie gesagt, mir gefällt das nicht mit den Baumstämmen, weil die so ein bisschen schweben. Deswegen mische ich mir hier also jetzt nochmal dieses Graugrün, dieses Helle an. Gehe jetzt nochmal so ein bisschen drüber. Sodass die Unterseiten der Bäume wieder schön da sind, wo sie hingehören. So, und die unterste Uferlinie ganz unten am Rand. Die mache ich auch ein bisschen dunkler, weil dann natürlich. Ups! Ich hasse das mit diesem blöden Spitzpinsel, wenn man die aus dem Wasser holt. Dann haftet da immer noch manchmal so ein kleiner Tropfen drauf. Ne? Und der verselbstständigt sich dann und versaut dann das Bild, wie in diesem Fall. So, gerettet. Hier möchte ich noch einen dunkleren Streifen hier unten haben, sodass man nur mehr so dem Auge mehr so klar ist. Ah, okay, da ist eine Uferlinie. So, sehr nice. Gut. Jetzt hole ich mal eben kurz einen Fächerpinsel.